Ja, schönen guten Abend. Lasst uns anfangen. Wir haben schon ein bisschen überzogen. Ich freue mich sehr, dass die Kinothek Kastaniesen auch eingeladen war, was beizutragen hier von den Frankfurter Kino- und ProgrammmacherInnen. Und wir werden zwei Filme sehen. Das war ja anfangs von Improvisation ein bisschen die Rede. Es ist auch so, dass im Programm, in dem Buko-Programm offensichtlich auch nur ein Film aufgeführt ist. Wir zeigen aber zwei, und zwar zum Beispiel Geschirrherstellung von 1974, ein Kollektivfilm, der an der HFF München entstanden ist. Einer der ersten Filme der MacherInnen, das waren oder sind Beate Rose, Michaela Belger, Silvia Teves und Christoph Bökel. Und Christoph Bökel haben wir heute Abend auch zu Gast. Er ist schon hier im Saal und wir werden im Anschluss Gelegenheit haben, über den Film die Filme zu diskutieren. Als zweiter Film läuft Meine Großmutter zeigt und erzählt bäuerliche Hausarbeit von 1978. Regie und Drehbuch Beate Rose, und Christoph Bökel hat eben die Kamera gemacht. Und ich werde die beiden jetzt kurz vorstellen, erst zu Beate Rose. Sie ist eine Malerin, Illustratorin und Kinderbuchautorin und studierte von 1965 bis 68 Malerei an der Akademie der Bildenden Künste in München. Daran schloss sich Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre eine Ausbildung an der Staatslehranstalt für Fotografie in München an. Und dann eben hat sie studiert an der HFF München von 1974 bis 78. Meine Großmutter zeigt und erzählt bäuerliche Hausarbeit war ihr Abschlussfilm. Bekannt von ihr ist eine 1972 veröffentlichter Fotoband mit dem Titel Paare Menschenbilder aus der Bundesrepublik Deutschland zu Beginn der 70er Jahre. Das ist ein Fotobuch, was sehr toll ist, aber antiquarisch wirklich ziemlich teuer. Also ich glaube so um die 70 Euro. Genau. Von 1978bis in die Mitte der 80er Jahre arbeitete Rose als freie Regisseurin für Dokumentarfilm und danach bis 1992 als freie Regisseurin und redaktionelle Mitarbeiterin im Kinderprogramm des Bayerischen Fernsehens. Und ab 92 dann auch als feste Redakteurin, beim Bayerischen Fernsehen. Sie hat diese Fernseharbeit Mitte der 90er Jahre beendet, um sich eben ihrer Kunst widmen zu können. Und sie kann leider nicht hier sein, aus gesundheitlichen Gründen. Aber Christoph Bökel ist da. Er ist Kameramann und auch Dokumentarfilmregisseur. Er studierte ebenfalls an der HFF München, lehrte an der DFFB und ist Gründungsmitglied der Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm, wo er auch im Vorstand tätig war. Seine Dokumentarfilme wurden vielfach ausgezeichnet. Ich werde jetzt hier keine Preise aufzählen, aber ein paar Filmtitel. Vor allem hat er auch zur deutschen Friedensbewegung Filme gemacht, zum Beispiel den Verbotenen, Der lange Atem 77-79, der dann als Remake 82-83 unter dem Titel Der längere Atem, antimilitaristische Opposition und Wiederaufrüstung in Westdeutschland 1945 bis 55 realisieren konnte, und der konnte dann auch gezeigt werden. Christoph Bökel lebte auch lange in Moskau, hat im post-sowjetischen Kontext, möchte ich mal sagen, Filme gemacht, zum Beispiel einen über Tschernobyl, richtig ausgesprochen, Verstrahlt und vergessen ist der Titel, 2006, oder auch 2010 Liebesgeschichten aus Moskau, 1993 bis 2009 ist der Titel. Noch erwähnen möchte ich, dass er sich auch der Aufarbeitung der eigenen Familiengeschichte, konkreter der Wehrmachtssoldatengeschichte seines Vaters, gewidmet hat in zwei Filmen. Genau, so viel zu Ihrer Arbeit, Herr Bökel. Und jetzt zum Programm möchte ich erläutern, wie es eigentlich zur Auswahl dieser Filme oder in welchem Kontext das geschehen ist.
Remake Frankfurter Formfilmtage, das ist das Festival, was die Kinothek seit 2018 hier in der Stadt und an anderen Orten macht, hatte eben im letzten Jahr das Thema oder den Fokus, weil nur zählt, was Geld einbringt, Frauenarbeit um Film. Und im Kontext der neuen Frauenbewegung waren vielfältige und meistens eben dokumentarische Filme zu Arbeiterinnenbewegung, Arbeitsverhältnissen gewissermaßen ein klassisches Thema, nicht nur in der Frauenbewegung, klar, gezeigt und wahrnehmbar wurde in den Filmen, was sonst im Kapitalismus eigentlich bis heute verschleiert wurde und wird, die physische und psychische Härte von Arbeit am Fließband vielfach und eben Porträts der Menschen, die diese Arbeit machen. Und dann entstanden eben zeitgleich auch Filme, die sich traditionelle Arbeitsformen angeschaut haben, konkret bäuerliche Arbeit, die gerade im Verschwinden oder schon verschwunden war oder im Verschwinden begriffen durch Rationalisierung, Industrialisierung, Automatisierung, all diese Prozesse eben verdrängt wurde. Wir haben ich möchte noch zwei konkrete Beispiele aus dem Festivalprogramm nennen, die dann bei Remake gezeigt wurden. Das ist Roswitha Zieglers Film Landfrauen, drei Generationen auf einem Hof von 1978, den ich euch auch sehr ans Herz lege zur eigenen Programmarbeit. Den haben wir dann auch in Kooperation mit der SDK, weil überhaupt keine Vorführkopie vorhanden war. Wir hätten gerne den auf 16 mm gezeigt. Wir haben einen einfachen Scan herstellen lassen. Und der Film ist eben bei der SDK ausleihbar. Und ein Beispiel für Beobachtung oder Dokumentarfilm zur Fließbandarbeit oder zwei vielleicht genannt, das war an unserem Festivaltag mit dem Titel Cinema Klassenkampf weltweit. Der Film Pierburg, Ihr Kampf ist unser Kampf von 74-75 von Edith Marcello und David Wittenberg über einen der sehr vielen wilden Streiks in der BRD in diesen Jahren, und zwar beim Otto-Bauzulieferer Pierburg AG. Edith Marcello ist ja auch eine Frankfurter Filmemacherin und genau, auch ein Film, der wirklich mehr zeigen verdient. Und es sei noch erwähnt, dass wir auch gezeigt haben, den vom Arsenal restaurierten, digitalisierten Film Ekmek Parasse, Geld fürs Brot von 1974. Für unsere Filmprogramme betreiben wir wirklich ziemlich ausgiebige Recherchen und in Vorbereitung zu Remake bin ich eben auf diese beiden Filmtitel gestoßen, weil Herr Böckel mich auch fragte, wie ich auf die Filme gekommen bin. Und ich wollte jetzt einfach mal plastisch zeigen, ein paar der Quellen, die wir oder Recherchequellen, die wir verwenden. Das ist zum Beispiel gewesen das Frauenfilmbuch der Demokratischen Fraueninitiative München von 1978, wo der Film zur Großmutter in der Kategorie Filme, die sich keiner unserer Themengruppen zuordnen lassen, aufgeführt ist. Ich fand ihn dann auch und ich kannte den Film bis, also ich hatte ihn nie gesehen, aber dieser Titel tauchte eben in vielen dieser Leihkataloge oder eben Sammlungen auf. Dann auch in dem der Frauenfilm Filme von und für Frauen von 1985. Hier ist er unter Frauenschicksale gelistet, der Großmutterfilm. Und dann fand ich eben im Frauenfilmhandbuch des Verbandes der Filmarbeiterin von 1984, das ist so ein dickes Ding, das habe ich jetzt nicht mitgeschleppt, eben eine ganze Filmografie von Beate Rose und dachte, diese Filme müssen wir irgendwie bei der HFF besorgen und sichten. Und so kam ich eben auch in Kontakt mit Christoph Böckel, der dann dankenswerterweise DVDs geschickt hat über die, dass es die Kopien nicht mehr gibt. Darüber können wir vielleicht später sprechen. Und der Hinweis, dass zum Beispiel Geschirrherstellung im Band 1 der Publikation Bilder wilder Jahre, die Filme der HFF München, dass da ein kurzer Text zu finden ist. Wer sich mehr dann zu dem Film interessieren sollte, kann da nochmal nachschauen. Und das ist in diesem Buch auch ein Protokoll einer Vorführung in Arzberg, wo eben ArbeiterInnen von Hutschenreuther auch dabei waren, das Protokoll teilweise abgedruckt, was sehr interessant ist, was es da für eine sozusagen Parteinahme eines, wie heißt es,
Arbeitsvorsteher, also mir fällt gerade der Begriff nicht ein, aber auf jeden Fall interessantes Protokoll. Und es sei darauf hingewiesen, dass meine Großmutter, dieser Film, ich kürze jetzt Titel einfach ein bisschen ab, dass er am 7.1.79 in Duisburg gezeigt wurde und da auch eins dieser wunderbaren Protokolle überliefert ist, was auch im Netz zu finden ist. Wer möchte, kann das eben nachlesen. Und bevor wir jetzt die Filme sehen, wollte ich zum Großmutterfilm nochmal einen kurzen Text von Claudia von Allemann zitieren, den Frauen und Film Nummer 16. Das ist der Band, das Heft zum Dokumentarfilm, sehr schön etwas schrieb über diesen Film. Und ich zitiere Claudia von Allemann. Ein ethnografischer Film, genaue Beobachtung von einer Tätigkeit und deren Bedeutung aus einem Bereich, der selten beschrieben wird, dem der Hausarbeit. Die Großmutter war nicht Bäuerin, sie war Tagelöhnerin bei einem Bauern, die Geräte erhielten sich also jeden überflüssigen Zierats, Brot backen, Dampfnudeln kochen, Käse zubereiten und Butter buttern, am Schluss spinnen. Ein Teil des Alltagslebens aus der Vergangenheit der Frauen und von dieser Frau vorgeführt mit der Konzentration, der Ruhe und der Abwägung der Schritte, aus denen deutlich wird, dass dies noch nicht entfremdete Arbeit war, zur Reproduktion bestimmt, vom Können und dem Erfindungsreichtum der Frauen abhängig. Hausarbeit noch als Handwerk. Dabei erzählt sie, wie sie zum Schluss den Butterklumpen verziert, dass die ästhetische Ausschmückung dieser Essware einen vollkommen anderen Sinn hatte als der kitschige Zierat auf den industriell gefertigten Torten und dass sie während des Backens und Spinnens häufig den Kindern Geschichten erzählte. Arbeit und Freizeit, Vergnügen und Belehrung liefen nicht so getrennt voneinander. Für die Kinder war das Geschichtenerzählen stets mit der Hausarbeit und Herstellung von nahrhaften Dingen verbunden. Nun ist dieser Film nicht nostalgisch oder er schwärmt nichts vor, er sehnt sich nicht zurück, er verklärt nichts, auch werden hier nicht exotisch die letzten Bauern aus dem bayerischen Wald vor die Kamera gestellt. Beate Rose und ihre Großmutter arbeiten Hand in Hand an einem Stück Geschichtsforschung. In diesem Sinne, gute Projektion. Gut, also genau, Viertelstunde. Um ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Ich würde gerne anfangen mit vielleicht noch so ein bisschen Infos zu dem Kollektivfilm, den Sie ja zu viert gemacht haben, der eine ja früher Übungsfilm war, aber dann ja auch gleich eingeladen wurde nach Mannheim aufs Festival. Ja. Und über die Arbeitsteilung oder vielleicht überhaupt aus welchem Kontext auch sozusagen politischer Bewegtheit der entstanden ist, bevor wir dann... Das war eine Gruppenproduktion. Zum einen, weil wir hatten ja so gut wie kein Geld. Also der ganze Film, das glaubt man heute gar nicht mehr, der hat 4.000 Mark gekostet. Das war halt das Material und jeder von uns hatte 1.000 oder 1.100, glaube ich, für den allerersten Film, für die Produktion, und das haben wir eben zusammengelegt. Wir wollten eigentlich, und unser Ziel war, dass jede Funktion beim Filmemachen von jedem mal gemacht wird. Dass jeder mal Kamera macht, dass jeder mal Ton macht, dass, das war es eigentlich in erster Linie. Und dann nachher den Schnitt, das haben dann die Beate Rose und ich zusammen mit der Gerard Sammann hat uns da noch ziemlich geholfen. Und das war sozusagen unser Konzept. Die anderen Studenten waren etwas verwundert darüber, weil ich war damals Studentensprecher und jeder dachte, ich würde da was Hochpolitisches machen und habe mich aber dann mit den drei Damen zusammengetan. Und dann haben wir eben das so gemacht. Wir wollten ursprünglich eigentlich einen Vergleich machen zwischen industrieller Produktion und Töpferei. Und dann hat uns aber diese Fabrik dermaßen fasziniert, dass wir gesagt haben, nee, also das brechen wir jetzt nicht nochmal und das reicht schon, das ist spannend genug. Ja,
Und so wurde das dann auch. Der Film ist dann tatsächlich nach Mannheim eingeladen aufs Festival. Da gab es dann so ein bisschen Konkurrenzgeschichten mit den Berlinern, weil die Berliner waren natürlich hochpolitisch, die hatten einen Film, der hieß Kalldorf gegen Mannesmann, werde ich nie vergessen. Da ging es also um Riesendemos und Rambazamba. Und wir galten dann in deren Augen als die Münchner Sensibilisten. War halt damals so, ja. So sensibel war es dann doch nicht. Das ist mir vorher beim Gucken wieder eingefallen. Der Film hatte nämlich schon eine ziemliche politische Konnotation. Es sollte ein Teil davon vom FWU, also Institut für Film und Bild in Unterricht und Wissenschaft, angekauft werden. Und zwar diese Geschichte, wo wir den Tellerdreher im Akkord gedreht haben, der da seinen Tanz aufführt. Und das war auch alles schon gemacht. Also der zuständige Referent hatte die Dubs machen lassen. Und das war der Kurzfilm war eigentlich schon fertig. Und dann wurde das von ganz oben von der Geschäftsleitung wieder abgeblasen. Die sagten einfach, das können wir so einen Film wollen wir nicht. Das können wir nicht machen. Also die hatten schlicht und einfach Angst, dass, was weiß ich, der Verband der Keramikindustrie oder wer auch immer da Krach macht. Ja. Und ihr hattet dann eine Vorführung auch dort vor Ort. Das war dann gleich Anfang Teil eures Konzepts, das dann quasi auch also als eine politische Arbeit oder eine Form von Motivierung zur Organisierung oder einfach den Leuten, den Protagonistinnen und Protagonisten zu zeigen? Oder? Ja, es ging um zwei Dinge. Es ging einmal tatsächlich darum, wir wollten natürlich den Leuten den Film zeigen und mit ihnen darüber diskutieren und hören, was sie davon halten. Und das andere war aber, dass es gleichzeitig im, wie hieß das Fach? Psychologie, glaube ich. Psychologie hatten wir auch. Da musste man irgendwie eine Seminararbeit machen. Und da haben wir dann so Fragebogen entwickelt, wie wir das abgefragt haben, über, also sozusagen die Filmwirkung. Und das ist eigentlich ganz gut angenommen worden, eigentlich sehr gut angenommen worden. Das Einzige war, es war dann irgendein CSU-Stadtrat. Stadtrat war der, glaube ich, der hat natürlich ungeheuer gewettert und es sei doch alles ganz anders und wir würden das alles viel zu negativ zeigen. Und, ja, so. Und das ist dann so ein Heft geworden, das habe ich noch irgendwo. Das Heft, eine Produktionsdokument, nee, die Diskussion oder habe ich jetzt nicht verstanden? Die Diskussion plus die Auswertung des Fragebogens und die Interpretation des Fragebogens. Da hatten wir einen Psychologen, der sich da auskannte und uns da bei unterstützt hat und bei dem war das dann auch wie nennt man das? Also so eine Arbeit, die man einfach abliefern musste. Ja. Bitte beteiligt euch gern mit Fragen oder auch Kommentaren. Ansonsten würde ich gern noch mal kurz zu dieser Kopien oder der Recherche bzw. der Situation vom Archiv der Filmhochschule, dass das ja dieser Film, also wir auch gefragt hatten oder den gerne auch analog gezeigt hätten. Da ist aber jetzt nicht unbedingt so, dass die Filmhochschule noch Kopien hat, aber in dem konkreten Fall. Also es gibt von der Geschirrherstellung, gibt es noch eine Kopie, die habe ich vor Jahren nach Berlin ins Bundesarchiv abgegeben. Dann, weil die das besser lagern können, während von dem Großmutterfilm, da gibt es überhaupt nichts mehr. Es gibt noch die Kopie, die hier abgetastet worden ist, die hat die Beate noch, die wollte sie aber nicht hergeben, weil sie sagte, wenn die nochmal durch einen Projektor läuft, dann ist die kaputt, wenn man es nicht vorher richtig für teures Geld restauriert. Weil sie hat eben damals diese eine Abtastung machen lassen. Während
ansonsten das Negativ ist nicht mehr da, weil die Hochschule hatte diesen Film dann mal an den Bayerischen Rundfunk verkauft, den Großmutterfilm, und die haben den fein säuberlich zerstückelt in diese einzelnen Episoden, haben das Negativ zerschnitten und das irgendwie verschlammt. Das war dann nicht mehr auffindbar. Wobei bei der Filmhochschule ging es auch so, die haben auch Filme weggeschmissen, ja. Also zum Beispiel den allerersten Film, den ich mit einem Kollegen zusammen gemacht hatte, das war so ein Legetrickfilm, der ist einfach weg, der ist verschwunden. Während dann wiederum mein verbotener Abschlussfilm, der war dann 20 Jahre lang im Giftschrank und sie haben immer behauptet, sie haben ihn gar nicht. War da eine Wortmeldung? Bitte Mikro, weil hinten versteht. Achso, ich fand die Texte auch sehr schön, die Leute gesprochen haben. Und also es scheint ja so, dass die Leute, die man beim Arbeiten gesehen hat, haben ja auch diese Texte gesprochen. Ne? Ja. Allerdings wurden die ja extra aufgezeichnet. Die sind ja nicht während der Arbeit gesprochen worden. Das ist nicht während der Arbeit gesprochen, sondern ich hatte das ja eingangs gesagt, wir hatten ja so gut wie kein Geld. Und wir haben diese Interviews alle an einem in dem Wirtshaus, wo wir untergebracht waren, die hatten gerade Ferien und da haben wir einen ganzen Sonntag mit all diesen Leuten die Interviews tatsächlich im Wirtshaus mit meinem UHA-Tonbandgerät und einem MD-421-Mikro haben wir das mit einfachsten Mitteln aufgenommen. Und auch der Kommentarsprecher, das haben wir auch in der Küche gemacht. Ja. Also das ist einfach, ja. Zeigt aber, dass man mit einfachen Mitteln, wenn man sie richtig nutzt, auch was machen kann. Funktioniert sehr gut, also fand ich die Texte zu dem. Das war natürlich die Arbeit, da sind die Beate und ich tatsächlich, die Beate Rose tatsächlich fast ein halbes Jahr da gesessen und haben da immer wieder geschnitten und gemacht und so, weil ja, wir konnten es ja eigentlich gar nicht, also wir mussten es ja auch erst lernen, ja, und haben dann eben so lange gemacht, bis wir fanden, dass das mit den Texten jetzt auch funktioniert. Ja. Die sind natürlich eingekürzt und ist schon klar. Ja, vielen Dank erstmal für beide Filme. Ich fand beides sehr spannend. Zum ersten wollte ich fragen, gab es von der Firma da aus irgendwelche Beschränkungen, etwas nicht filmen zu dürfen oder hattet ihr da alle Freiheiten? Wir hatten tatsächlich alle Freiheiten und zwar lief es so, dass einer unserer Dozenten, der Herr Gütt hieß der, glaube ich, Gütt, ja, war auch ein Filmemacher und Schreiber, der hatte mit einem der großen Bosse bei Hutschenreuther Abitur gemacht. Und sonst wären wir da zu den damaligen Zeiten da garantiert nicht reingekommen, ja. Weil das waren ja so die 70er Jahre, wo die Betriebe alle sagten, um Gottes Willen, diese linken Studenten, dieses Geschwerl wollen wir ja nicht drin haben. Und der Gütt hat das durchgekriegt und wir haben da nie irgendwelche, wir konnten da machen, was wir wollten. Ja, das war ein toller Einblick auf jeden Fall. Zum zweiten Film vielleicht nur als Kommentar. Also fand ich auch super und auch den im Originalton zu hören. Aber ich bin sprachlich an meine Grenzen gekommen. Also ich hätte manchmal hochdeutsche Untertitel gebraucht. Ja, das ist richtig. Das Niederbayerisch ist nicht so einfach. Aber also gut, okay, ich verstehe es. Aber wir haben den Film ja schon auch in anderen Landesteilen gezeigt und es ist eigentlich schon einfach durchs Zeigen eigentlich das meiste klar geworden, ja, also dass da ein paar sprachliche Feinheiten noch dabei sind, ja gut, das ist. Was mich interessiert, weil ich ja eingangs gesagt habe bei der kurzen Einführung, dass ich den in einigen Katalogen gefunden habe und es schien, dass der relativ viel dann auch gelaufen ist oder gezeigt wurde in Filmclubs oder so. Haben Sie Erinnerungen an konkrete, also die Rezeption vom Großmutterfilm, aber natürlich auch von dem Geschirrherstellungsfilm? Also der Großmutterfilm, der ist
meiner Erinnerung nach auch in kommunalen Kinos gelaufen. Die gab es ja damals schon 77. Und der galt eben als, ja, der galt als Frauenfilm. Das war Frauenbewegung und dieses Thema Hausarbeit und Landleben, Bauernmarkt, das waren damals noch keine Themen, wo man Filmmaterial so ohne weiteres dafür hergegeben hat oder Arbeitskraft. Und das war in dem Sinne Rarität. Ja. Und der ist dann schon auch auf Frauenfilmfestivals und so gelaufen. Ja. Genau, aber interessant, wie Sie das jetzt zeitlich beschrieben haben, dass dafür gab es kein Filmmaterial. Ich hatte jetzt in der Recherche zu diesem Thema ja auch das Gefühl, sondern de facto ist ja sozusagen dieses plastische, das Darstellen der Arbeit, wirklich der Prozesse, der Dauer, der Mühsal, ja auch wieder dann im Zuge des Neoliberalismus ganz schön nicht mehr in Mode gewesen oder haben sich ja natürlich auch bestimmte Formen der Arbeit zumindest in der sogenannten westlichen Welt erledigt, weil sie ausgelagert wurden, also weil weiter zunehmende Automatisierung, diese ganzen Kämpfe, Leichtlohngruppen und Fließbandarbeit und so, wurden dann stellenweise ja auch obsolet hier, aber genau, es verschwand dann ja auch ziemlich schnell als Gegenstand in dieser Form aus dem Film, zumindest im Vergleich zu diesen Jahren, wo es halt sehr ein Thema war oder dazu viele Filme entstanden wurden, aber das auch eher ein Kommentar. Naja, also sowas wie selber Brot backen oder so, das kam ja dann später schon wieder auf, ja. Allerdings hatte man da dann schon ziemlich teure Maschinen dafür und Backöfchen und Zeug, ja, aber also so diese Arbeit natürlich, die war obsolet geworden, ja. Die Großmutter, die hat dem nicht nachgeweint, ja. Also die sagte, ja, ist doch toll, dass das jetzt alles viel einfacher ist. Die fand es okay, hat allerdings dann auch eingeschränkt, naja, mein Brot ist halt doch besser. Womit sie recht hatte, absolut. Wann ist die Entscheidung gefallen, den ersten Film in so extrem langen Einstellungen aufzunehmen? War das schon vorher oder ist das während der Arbeit entstanden? Und was war die Überlegung dabei? Bei dem zweiten, der Großmutter, sind mir die Filme eingefallen, die Wilfried Basse für den Unterrichtsfilm in den 30er Jahren gemacht hat, wie ein Schuster einen Schuh herstellt, wo auch der gesamte Arbeitsprozess der Schuhherstellung dokumentiert wird, allerdings nicht in so langen Einstellungen, nur 10 Minuten, 15 Minuten. Waren das Filme, die Sie während Ihrer Ausbildung kennengelernt haben oder ist das jetzt einfach nur so ein Zusammenhang, den der Filmhistoriker herstellt? Also bei der Geschirrherstellung, da haben wir mit den allerersten Video-Ungetüme, das waren Dinger, die wogen, ich weiß nicht, einen halben Zentner oder sowas, sind wir da 2 Tage durch die Fabrik und haben da einfach Probeaufnahmen gemacht und haben dabei herausgefunden, dass lange Einstellungen einfach das besser übersetzen, was das eigentlich für eine Arbeit ist. Ja? Dann allerdings haben sich auch Sachen entwickelt, also zum Beispiel diese Geschichte an diesem Tellerdrehautomaten, das haben wir nachgedreht, weil da hatte die Beate die Kamera gemacht und die hatte, weil sie von der Fotografie her kam, immer nur so ganz kurze Einstellungen, dass man das eigentlich gar nicht schneiden konnte. Und dann haben wir das nochmal gemacht, da habe ich dann gedreht und die Beate hat das Licht gemacht. Und da war dann klar, das kriegt man, das, was dieser Akkord bedeutet, das kriegt man nur mit, wenn man das Ballett an dieser Tellerdrehmaschine wirklich lange stehen lässt und mitverfolgt. War übrigens gar nicht so einfach, weil damals gab es noch keine Hydrostativköpfe, sondern noch diese alten Arri-Friktionsköpfe, die Filmhochschule damals immer noch als ausrangiertes Material vom BR bekam. Also das war nicht so einfach, da diesen Bewegungen zu folgen, flüssig zu folgen.
Und jetzt, was den Großmutterfilm anbelangt, das war einfach, der ist ja wesentlich statischer von der Kamera. Das wollte die Beate unbedingt so haben. Ich hätte gerne da und dort mal ein bisschen mehr Bewegung, aber sie wollte das so statisch haben, weil sie sagt, die Leute sollen einfach gucken, sollen das sehen. So. Und Recht hatte sie, ja. Also ich finde, dass gerade heutzutage, wo es ja schon Sekundenschnitte gibt, ja, wo ich also dann wirklich aussteige, finde ich das einfach toll, wenn man Zeit hat zu gucken. Also dazu sind doch Filme da zum Gucken. Ich finde beachtlich die Szene, dass die eine Arbeiterin, die sehr gebrochenes Deutsch spricht, die türkische Arbeiterin, ja, doch so in so einem einer gebrochenen Sprache trotzdem so viel Mitteilungsbedürfnis hat oder formulieren, die schlechte Bezahlung und ihr Arbeitsleid. Das fand ich schon, hat mich sehr berührt. Aber das war trotzdem auch ein relativ kurzes Gespräch in dieser Kneipe. Also können Sie sich daran erinnern oder waren Sie da in der Gruppe öfter dort um diese Menschen? Nee, das weiß ich noch ganz genau, das war ein Sonntag. Das war ein Sonntag, da hatten wir die, ich glaube, so im Dreiviertelstundentakt oder so eingeladen und haben dann diese Gespräche geführt und und die eigentliche Arbeit war dann tatsächlich im Schnitt, das so hinzukriegen. Eine letzte Frage oder so, oder? Ja. Okay. Ah, das ist doch ein. Ja, okay. Für mich ist die Frage noch interessant. Im ersten Film, da hat man ja diesen Sprecher, der die Arbeitsprozesse erläutert, und ich musste da tatsächlich an diese Lehrfilme denken und war dann überrascht, dass die Erfahrungsberichte der Arbeitenden dann auch eine Rolle gespielt haben. Und im Kontrast zu diesem, ja, beschreibenden Ton kam mir das dann fast ein bisschen, schwer zu sagen, sarkastisch vor. Ich weiß nicht, ob das intendiert war, aber das hat dieses Sachebenenartige, so funktioniert die Fabrik, so soll es sein, das hatte das für mich, hat das so ein bisschen konterkariert, gerade als die Leidenserfahrung eben auch zur Sprache kam, also dieses sehr subjektive Element hat dann dieses scheinbar objektive Element, das hat einen interessanten Kontrast gegeben und das hat dem Film dann doch, ja, so eine subversive Note gegeben. Und meine Überlegung oder Frage ist, ob das auch Absicht war, dass dieser Effekt entsteht? Nee, das war keine Absicht, das war Not. Wir hatten schlicht und einfach kein Geld, um einen Sprecher zu bezahlen. Und derjenige, der das gesprochen hat, das war der geschiedene Ehemann von der Beate Rose, ein Kunstlehrer. Und da haben wir gesagt, ach Mensch, der hat doch eine ganz gute Stimme. Der soll das jetzt mal sprechen, ja. Und dann haben wir das an einem Vormittag in der Küche am Küchentisch aufgenommen, ja. Ich muss gestehen, mir war es dann hin und wieder auch etwas zu sachlich oder zu FEU-mäßig tatsächlich. Aber ja, wir hatten halt schlicht und einfach kein Geld. Und ich muss jetzt sagen, also ich finde, es ist schwierig am Anfang. Da finde ich es auch schwierig, ja. Also weil man denkt dann erst, oh, jetzt kommt man in so einen Lehrfilm rein. Aber ab dem Moment, wo das dann mit den Arbeitern zusammengeht und sich dann wirklich trennt in die emotionale Ebene und in die Sachebene und klar wird, in diesem Film werden ja praktisch zwei verschiedene Sachen erklärt. Einmal, wie macht man dieses Geschirr und andersrum, wie geht es den Leuten dabei, die das machen. Und wenn das nach den ersten 10 Minuten, wenn der Arbeiter, der diese Kannen gießt, wenn der dann über Gewerkschaft redet und so, dann ist klar, wie das Ding funktioniert. Ja. Also ich finde, ab da funktioniert es auch. Aber wie gesagt, es war
unser allererster Übungsfilm. Was ich auch dabei gelernt habe, ist zum Beispiel, dass man sowas im Kino nicht machen darf, dass man erst ein stummes Bild zeigt, eine Fabrik, und da ist gar nichts und kein Lüftchen und gar nichts, und dann kommt plötzlich eine Sirene. Und zwar in dem Moment, wo dann meistens der Vorführer erstmal voll aufgedreht hat. Das sind halt die Sachen, die lernt man, und dafür geht man ja an eine Filmhochschule. Da war noch eine Meldung, aber wir dürfen, geht noch ein. Gut, ganz schnell, aber kurze Frage. Gar keine Frage. Ja. Ich wollte nur anmerken, es wäre schön, wenn bei der Sendung mit der Maus häufiger Arbeiter zu sehen sind, weil mir ist jetzt irgendwie aufgefallen, dass so häufig bei Sendungen mit der Maus es immer so erscheint, als würden die Fabriken Dinge herstellen. Dabei sind die Arbeiter immer völlig ausgeblendet und unsichtbar. So. Gut, dann also falls Kolleginnen oder Kollegen Interesse haben an dem Film, die DVD ist über sie zu erwerben, oder die Filmhochschule auch nochmal das Archiv anschreiben. Und vielen Dank, dass Sie den Weg auf sich genommen haben, um uns die Filme zu zeigen und hier für das Gespräch. Ja, also wenn unter Ihnen Leute sind, die ein tolles Kino haben, darf ich noch ganz kurz für mich nochmal selber Propaganda machen. Ich habe gerade einen Film fertig, der heißt Der Sog des Krieges, eine Familiengeschichte, ist über die Kriegstagebücher meines Vaters. Ich hatte sowas vor 30 Jahren schon mal gemacht, hieß Die Spur des Vaters. Der ist auch viel in Kinos gelaufen. Und was ich jetzt gemacht habe, das ist richtig Kinofilm, also richtig für große Leinwand, fast 2 Stunden lang. Wenn sich jemand dafür interessiert, ich habe einen Zettel mit einer kleinen Beschreibung und auch einem Link ins Internet. Noch eine Anmerkung, auch wenn Kinoleute dann stöhnen, der Film ist schon im Fernsehen gelaufen und zwar wahnsinnig erfolgreich bei Dreisat, aber ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass er genau deshalb auch im Kino gut laufen wird, weil da gibt es richtig Mundpropaganda. Also mich haben Leute angerufen und gesagt, ich habe von dem und dem gehört, mit dem Film angeguckt, toll, und kommt der noch ins Kino, das ist doch ein Kinofilm und so. Also da könnte man wirklich was machen. So. Also wie gesagt, ich habe hier in meinem Agitationsrucksack habe ich noch was zu verteilen, wenn jemand möchte. Dankeschön. Ja, vielen Dank.